Wir kommen, würde ich mal sagen, jetzt zum dritten Gesprächsanlass. Und zwar geht es da um die digitale Werkbank, auf der heute noch Michael und Thomas sitzen. Und die haben zwei Tools vorgestellt oder vorzustellen. Vielleicht macht ihr das erst ganz kurz, bevor ich die Umfrage starte, noch einmal ganz kurz so in zwei Sätzen, drei Sätzen sagen, worum es da jeweils geht. Und dann entscheiden wir, welches Tool wir heute hören möchten. Jetzt aber auf allen Kanälen. Nochmal schönen guten Abend an alle. Der Abend ist ja schon relativ weit fortgeschritten, die Diskussion spannend. Gerade zu dem ersten Vortrag wäre es aus österreichischer Sicht einiges einzubringen gewesen, aber die Zeit ist natürlich auch immer eine Komponente. Dieses kleine Tool, das ich mitgebracht habe, ist vielleicht eins, das noch nicht so bekannt ist, Wakelet. Und hier gibt es die Möglichkeit, sich kleine Dinge, der die Möglichkeit bietet, sich Inhalte zu merken, zu organisieren. Ich komme hier auf diese Überansicht zu sprechen, dann näher noch zusammenzuarbeiten und zu teilen. Also alles relativ unkompliziert. Ich strapaziere die Zeit mit maximal 7 Minuten, um das Ding zu erklären. Unterlagen gibt es auch dazu. Dann darf ich gleich weitermachen. Ich denke, man kann mich hören. Zumindest bekomme ich hier nichts Gegenteiliges angezeigt. Ich hätte eine Plattform vorzustellen, eine webbasierte Plattform, genau wie Michael. Die geht im Sinne des, also die ist im Sinne des Microlearnings angesiedelt. Und hier geht es darum, die Plattform heißt Learning Snacks. Und Learning Snacks sind sozusagen interaktive, multimediale, textbasierte, chatartige Dialogsysteme, die in ihrem Aussehen, in ihrer Optik etwas an Messenger-Dienste wie beispielsweise WhatsApp erinnern. Und dort kann man sogenannte Snacks erstellen. Es ist so ein chatartiger Verlauf wie in WhatsApp, wo man mit Schülerinnen und Schülern dann Inhalte vermitteln kann, kurze Quizzes gestalten kann und so weiter. Das würde ich in ein paar Minuten ganz kurz vorstellen. Es ist aber relativ selbsterklärend, dieses Ding. Aber eine kurze Demo wird es geben. Okay, liebe Leute, jetzt ist die Qual der Wahl. Welches Tool soll es sein? Ich habe die Umfrage gestartet. Ihr dürft jetzt abstimmen, was ihr lieber hören wollt. Die Learning Snacks oder Wakelet? Dann gebe ich jetzt mal die Ergebnisse bekannt. Und das ist ganz denkbar knapp ausgefallen. Nämlich Learning Snacks sollen es heute sein mit 58% und 42% wollten Wakelet. Das heißt, Thomas Schöffner, Screen is yours. Okay, ja, vielen Dank. Also in ein paar Minuten. Ich möchte ganz kurz einen Trend thematisieren. Ein Trend im sogenannten E-Learning ist ja dieses sogenannte Mikro-Learning, wo man hier Lernen häppchenweise vermittelt. Und dieser Trend kommt ja Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Gründen jetzt entgegen. Das kann jetzt beispielsweise sein, aufmerksames Teilnehmen am Unterricht fällt mitunter schwer. Schülerinnen sind aus der digitalen Welt, das ist ja heute schon ein paar Mal angesprochen worden, schnelle Abläufe gewohnt, beispielsweise diese Messenger-Dienste wie WhatsApp und Co. Und mitunter ist es schwierig auf herkömmlichen Weg, auch in dieser Corona-Zeit beispielsweise die Kinder auch zu erreichen. Herkömmliche Lernwege zu beschreiten ist mitunter langsam, langwierig auch mitunter für die Kinder. Und da hat sie ein Startup-Unternehmen aus Ingolstadt in Bayern, hat sie hier eine nette Idee einfallen lassen, wie man denn dieses Microlearning so chatartig verpacken kann. Ich habe es ja schon erwähnt in meiner Kurzbeschreibung, Learning Snacks als textbasiert chatartiges Dialogsystem. Sieht dann einmal prinzipiell so aus, wenn ich euch diesen Schirm hier freigebe, dann müsstet ihr den auch so sehen können. Ja, also das ist die Startseite von Learning Snacks. Und all das sind so kurze Lernsequenzen. Ja.
Ihr könnt, oder ihr könnt hier beispielsweise auch nach Lernsequenzen suchen. Ihr habt hier eine Suchfunktion. Da gibt es vielleicht auch etwas zu Bielefeld. Ich weiß es nicht. Müsste ich erst suchen. Okay, in Bielefeld sind zwei Snacks angelegt. Die kann man beispielsweise einmal durchspielen. Wie schaut so ein Snack aus? Ich starte hier mal beispielsweise diesen Snack zu Australien, den ich vorbereitet habe. Ja. Also man kann diese mit einem Eingangsbild versehen. Man kann hier beispielsweise anfordern, es gibt Multiple-Choice-Fragen, es gibt Single-Choice-Fragen. Und ich kann hier auch mit Bilder inkludieren. Ja. Ja, also so würde das funktionieren. Es wird die Frage gestellt, es kommt die erste Nachricht herein bei diesem Chat, bei dieser WhatsApp-Nachricht. Ich muss darauf antworten. Capital City of Australia is Canberra. Wenn das richtig ist, kommt ein Smiley und so weiter und so fort. Ja. Es gibt auch echtes Multiple Choice, also wo wirklich auch zwei Antworten zu wählen wären. Wie ihr hier seht, dann können Bilder inkludiert werden. Ja. Im Prinzip sehr einfach handzuhaben. Man kann hier aber auch bei diesen Learning Snacks sozusagen Umfragen auch inkludieren. Wenn man sich registriert hat, Registrierung ist kostenlos, ihr könnt euch mit Google registrieren, aber auch mit eurem Facebook-Konto. Muss jeder selber von euch entscheiden, ob das mit Google-Konto gemacht werden kann oder ob man das mit Facebook-Konto machen möchte. Ich persönlich habe mich hier mit einer Mailadresse registriert. Ich habe da eine eigene Mailadresse, die ich genau für derlei Dinge verwende. Also nach dem Login könnt ihr dann hier auf das Plus klicken beispielsweise und dann könnt ihr schon beginnen, einen Snack zu erstellen. Ihr könnt ein Titelbild vergeben, das ist wieder eigentlich nur für euch sichtbar, dieses Bild, das kann man hochladen hier, damit man seinen eigenen Snack beispielsweise etwas leichter findet, wenn ihr das intensiver nutzen würdet. Also da gibt es hier irgendwo, da habe ich ein Bild, genau da ist es, das lade ich jetzt hoch. Das ist eigentlich nur für mich und dann habt ihr hier Auswahlmöglichkeiten, Text oder Frage, Antworten, Bilder oder mehrere Bilder. Das wäre ein Informationsbild und das wäre hier Bildantworten. Ich werde für jedes ein Beispiel ganz kurz vorzeigen. Angezeigter Text, das gebe ich da beispielsweise ein. Ich bleibe bei diesem Beispiel, Good Day Mate. Und dann würde ich hier schreiben, in this snack you'll learn something about Australia. Australia, ich werde den Bildschirm etwas größer machen. Ich glaube, das ist etwas besser für euch dann sichtbar. Gut, das war es im Prinzip. Speichere das und es kommt das nächste Element. What is the capital city of Australia? Es gibt ja auch noch Formatierungsmöglichkeiten, genauso wie in WhatsApp-Text, den ihr in zwei Sternchen einkleidet, wird dann auch fett geschrieben. Ich kann dann hier auch noch sagen, bei diesem Element pausieren. Dann wird es einmal angezeigt. Und der Schüler, der Teilnehmer muss hier ganz explizit auf einen Weiter-Button klicken, damit die nächste Frage kommt. Die nächste Frage ist eine Multiple-Choice-Frage. So, die Antwort A ist beispielsweise Sydney. Die Antwort B wäre Canberra. Und ich gebe eine weitere Antwort C ein, Melbourne. Ich muss nochmal die richtige Antwort definieren. In dem Fall ist es Canberra. Die Reaktion bei richtiger Antwort kann textbasiert sein, können aber auch Smileys sein. Sollte auch alles bekannt sein aus WhatsApp. Es ist jetzt an sich auch nichts Weltbewegendes, aber ich sage jetzt mal, es ist in der Welt unserer Schülerinnen und Schüler. Gut. Diese Fragen sind erstellt. Es kommt eine weitere Frage. Ich speichere das. Ich möchte euch noch ganz kurz die Bildfrage zeigen.
Da hätten wir ein Beispiel. Es kommt wieder Text. What are the first Australians called? Click on the correct picture. So, da mache ich eine Bildantwort. Ihr lädt hier Bilder hoch. Moment, das war das Falsche. Ihr lädt hier Bilder hoch durch einen Klick drauf. Da hätte man beispielsweise die, das erste sind die Maoris. Wo habe ich das? Maori, genau. So, ihr wählt den Bildausschnitt, der dargestellt werden soll. Speichern. Das nächste Bild, ihr könnt das mit bis zu 5 Bildern gleichzeitig machen, also maximal 5 Bilder. Hier haben wir ein Bild der Aborigines. Das speichere, das ist die korrekte Antwort. Und zum Schluss noch ein Bild aus Ägypten. Auch wieder entsprechend zuschneiden. Und das war es im Prinzip. Ihr könnt hier aber auch Umfragen sozusagen. Reaktion bei richtiger Antwort muss ich noch definieren. Reaktion bei falscher Antwort gehört ebenfalls noch definiert. So, und das war's. So einfach sind hier Snacks erstellt. Und dann könnt ihr hier noch einstellen mit diesem Symbol, für wen ist es sichtbar? Nur für dich oder sichtbar für alle? Keine Angst, ihr könnt euren erstellten Snack aber trotzdem mit euren Schülern und Schülerinnen teilen. Ihr braucht im Prinzip nur diesen Link hier unter dem Sharing-Link. Dieser Link, wenn ihr hier im Zahnrad-Symbol sichtbar nur für dich eingestellt habt, dann bedeutet das im Prinzip, es wird von Google nicht indiziert und wird nicht mit der Google-Suche gefunden. Ja. Ihr könnt es via QR-Code teilen, ihr könnt es einbetten in eine Seite, ihr könnt es via Facebook teilen, twittern, Mail, WhatsApp und so weiter. Ja. Und dann rufen die Personen diesen Snack auf. Ich muss hier noch einen Namen vergeben bei meinem Snack. Und das war es dann eigentlich schon. Test-Snack. Und mit Schließen bin ich da raus. Und ihr seht hier, so teile ich den Snack. Ihr könnt hier aber auch beispielsweise in der Übersichtsseite vorhandene Snacks, nach vorhandenen Snacks suchen, nach bereits freigegebenen Snacks. Und würde ich hier beispielsweise dann einen Snack auch finden, der euch gut gefällt. All das hier sind teilbare Snacks, öffentlich gemachte Snacks. Die Dunkelziffer sozusagen ist ja um einiges höher. Und wenn ihr bei einem Snack diese 3 Punkte hier dabei seht, dann könnt ihr hier beispielsweise diesen Snack 1:1 kopieren, eurem Profil zuweisen und diesen Snack dann verändern, weiter bearbeiten und so weiter und so fort. Ja. Ich habe es eingangs schon erwähnt, es ist relativ selbsterklärend, dieses Tool. Und also ich habe es mit Kindern schon gemacht, mit Schulkindern. Ich habe es aber auch mit Studierenden und auch in der Erwachsenenbildung probiert. Und es ist eigentlich bei den Lehrerinnen und Lehrern sehr gut angekommen. Bei den Kindern, muss man dazu sagen, ist es auch sehr, sehr gut angekommen. Und zwar insofern, dass hier einfach oft das gar nicht memoriert wird oder registriert wird, vor allem auf Smartphones. Wenn ihr das auf Smartphones macht, dann schaut es wirklich so aus oder ist sehr, sehr real, sehr echt. Die Kinder merken oft nicht, dass sie hier eine Lerneinheit beispielsweise absolviert hat. Man kann bei diesen Snacks, bei diesen erstellten Snacks auch sogenannte Umfragen dazugeben, Umfragefragen, ja. Bei den Antworten beispielsweise könnt ihr ja entscheiden, ist es eine Frage, eine Mehrfachaus, eine Reihenfolge, soll es ein Dialog sein oder soll es eine Umfrage sein? Also das kann man hier auch mit inkludieren. Es ist aber auf einige wenige Elemente beschränkt, die Auswahlmöglichkeit, und daher auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach, sage ich mal, zu lernen. Ob das jetzt Themenwiederholungen sind,
zur Vertiefung von Wissen, Meinungen, Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern einholen. Es gäbe auch die Möglichkeit, hier ein sogenanntes Klassenzimmer einzurichten. Ja, da gibt es einen Klassenzimmercode. Dann können die Kinder hier von euch bereits einmal angelegte Snacks mit Fragen und so weiter erweitern. Gut, jetzt habe ich doch ein bisschen länger gebraucht als diese 10 Minuten, aber das war's von mir in aller Kürze und ich beende jetzt diese Bildschirmfreigabe auch wieder. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Präsentation. Jetzt, als du zum Schluss das mit dem Klassenzimmer erwähnt hast, da habe ich gedacht, das ist das Programm, mit dem meine Tochter auch arbeitet. Bei der heißt das nur die Anton-App. Die hat in der Corona-Zeit damit gearbeitet und dann waren da auch quasi so Snacks. Aber es war halt nicht dieser Messenger-IRC-Anmutung, wo man miteinander diskutiert. Von daher ist es natürlich nicht ganz das. Aber wir haben schon 2 Meldungen. Naja, ich hatte die Hand hochgenommen, weil ich so ab der Hälfte der Präsentation mein eigenes Arbeiten irgendwie im Hinterkopf habe und das immer verglichen habe mit Microsoft Forms, was ja Ähnliches bietet. Und mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, was der USP dieser Snacks ist im Vergleich. Und du sagtest jetzt gerade, Thomas Anton ist ein weiteres der anderen Programme, die es ja derer im Moment ganz viele auf dem Markt gibt. Denn ich habe gesagt, Forms kann das und da ist immer so ein bisschen das Problem, das es im Internet aber ja immer gibt. Der biggest player und der irgendwie ein Stückchen besser ist oder mehr Performance bietet oder mehr Möglichkeiten bietet, der gewinnt alles. Sprich, welche Chance haben überhaupt so Mikrounternehmen, so Startups, da so groß zu werden, um sich durchzusetzen? Aber nochmal die Frage jetzt, also was ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal dieser Snacks gegenüber der anderen Mitspieler, die zum Teil auch wesentlich größer und präsenter sind auch schon in Schulen? Also ich würde einmal meinen, diese chatartige Vorgehensweise. Es schaut wirklich so aus für die Kinder oder für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, als ob sie in einem WhatsApp-Chat drinnen wären. Es kommt eine Nachricht, ich antworte darauf, es kommt die nächste Frage oder die nächste Information oder das nächste Bild wird gesendet. Ich kann dabei Wissensfragen eingeben, beispielsweise ich habe Antwortmöglichkeiten, die ich definieren kann. Das ist natürlich auch in den Google Forms und Microsoft Forms möglich, weiß ich, ja. Aber es wirkt mehr chatartig, mehr als Chatverlauf. Meiner Meinung nach. Ja. Und die Kinder werden durchgeleitet durch diesen Snack. Ja? Weil es ist ja so, zum Beispiel, wenn du eine Multiple-Choice-Frage definiert hast und da gibt es eine richtige Antwortmöglichkeit, dann kommen deine Schülerinnen und Schüler nicht zur nächsten Frage, solange sie diese Frage nicht richtig beantworten. Und man kann bei jeder Frage Feedback eintragen. Das ist vielleicht bei Google Forms nicht überall möglich. Also man kann jede Frage mit einem gewissen Feedback oder jede Antwortmöglichkeit auch mit einem gewissen Feedback versehen, damit die Kinder dann vielleicht leichter auf die Lösung draufkommen und das bald durchmachen. Dann, okay, habe ich verstanden. Dann eine weitere Nachfrage noch und jetzt wieder für mich aus Lehrerperspektive. Ich habe natürlich immer ein Interesse daran, den Lernzuwachs meiner Schüler irgendwie verfolgen zu können, um zu sehen, wo eventuell noch Schwierigkeiten bestehen. Und jetzt snackt er sich dadurch durch den Chat durch in einer sehr für ihn intuitiven Form. Da bin ich ja ganz bei dir. Das ist tatsächlich sehr intuitiv dann für die Schüler. Kann ich das irgendwo nachvollziehen, wie oft er sich an welcher Stelle verklickt hat, um zu sehen, okay, da hat er irgendwie Schwierigkeiten und da hat er einfach durch Trial and Error dann das Richtige rausgefunden. Gibt es quasi eine Möglichkeit, ganz stumpf das dann als Excel-Protokoll rauszuziehen? Im Moment noch nicht, nee. Das bekommst du nicht. Du siehst bei deinem Snack nur, wie oft ist dein Snack aufgerufen worden. Okay. Dann ein wichtiger Tipp an die Informatikerinnen und Informatiker, die das entwickeln, das will Schule bestimmt auch haben. Ja, wie gesagt, es ist ein Startup-Unternehmen in Ingolstadt. Ein Zwei-Mann-Unternehmen waren es. Okay, gehen wir mal zu Sascha. Ja, Moritz, was sind denn UPS, dieser neue deutsche Snack, der ist nicht so ganz meins. Was ist das nochmal? Sag mal. USP. Ja,
Löwen, das Alleinstellungsmerkmal, das, was es besser macht als alles andere. Warum soll ich zur Eisdiele 2 gehen, wenn ich auch zur Eisdiele 1 gehen kann? Ne? So Känguru. Ach so, das ist so ein unique selling point. Selling proposition. Unique ich fand es nur cool, ausgedrückt. Also dieser ja, neue Sprech, das ist so, da bin ich einfach wahrscheinlich zu oldschool. USP, cool. Ich habe das gleichzeitig, als ich deinen Vortrag gehört habe, ich probiere das ja immer gleichzeitig aus. Also es gibt keine App für ein Apple, sondern man muss sich da anmelden, wenn man übers Internet geht, ist richtig, ne? Es gibt Learning Connect Go. Browserbasiert. Es ist browserbasiert. Genau. Es gibt jetzt eine Version, die heißt Learning Snacks Go. Da kannst du das mitnehmen und das ist auch auf Deutsch. Dies, was du jetzt gezeigt hast, ist das auch auf Deutsch im Web? Ja. Okay, weil da war jetzt nur Englisch. Du hast das wahrscheinlich für andere Teilnehmer vorbereitet, deine Präsentation, und deshalb war die auf Englisch. Ja, aber die Menüführung ist auf Deutsch. Ah, super. Okay, ja klar, weil sie sitzen auch in Ingolstadt. Okay, macht Sinn. ich fand es auf jeden Fall wieder sehr spannend und auch kein Überwachungsprotokoll. Natürlich ist mir auch wichtig, was die Schüler lernen, aber das ist für mich so ein Ding wieder, wo die Schüler einfach sich mal ausprobieren können und gucken können. Und ich finde das auch ganz nett auf jeden Fall. Die Anmeldung hat hier problemlos geklappt. Hakt ein bisschen, aber ansonsten kann man das durchaus empfehlen. Also vielen Dank für diesen tollen Hinweis wieder. Und ja, auch Moritz, danke für Microsoft Forms. Kannte ich auch noch nicht. Also was man sicher ausprobieren kann bei diesem Tool, ist das Klassenzimmer, weil durch das Klassenzimmer wird ein Code generiert. Und da brauchen die Kinder, um einen Snack bearbeiten zu können, keinerlei Registrierung. Sie geben diesen Code ein, sie sind dann in diesem Klassenzimmer und in diesem Klassenzimmer sind die Snacks drinnen, die ihr den Kindern freigeschaltet habt. Und diese Snacks können sie bearbeiten, können sie kommentieren, können sie Fragen hinzufügen und so weiter. Und wenn der Snack dann fertig ist, im Sinne des kollaborativen Arbeiten, die Kinder arbeiten gemeinsam an einem Snack, der dann freigegeben ist, dann könnt ihr diesen Snack aus dem Klassenzimmer wieder herausnehmen und eventuell für die Allgemeinheit freigeben. Das finde ich eine ganz nette Funktion, das Klassenzimmer. Im Sinne eines Educational App, dass eben die Kinder keine Registrierung brauchen, um produktiv arbeiten zu können. Ja, ja, ich habe schon im Sinne von Open Educational Resources immer darüber nachgedacht, der ideale Zustand ist eigentlich erreicht und das kann man leider nur einmal machen, aber vielleicht bei den Learning Snacks auch öfter, wenn die Kids, also die Lernenden, dazu kommen, die Aufgaben selber zu stellen. Und man dann also die Aufgaben ins Zentrum stellt und nicht die Lösung, die wir so fordern. Aber Simon ist dran. Ich hatte noch eine Frage, die ist, glaube ich, zum Teil schon beantwortet worden, weil, also erstmal vielen Dank, Thomas, ein ganz interessantes Tool. Diese Funktion des Teilens, du hattest gerade eben gesagt, dass man quasi, wenn ich einen Snack erstellt habe, dann kann ich den teilen. Mhm. Mein Use Case, um jetzt bei diesen Abkürzungen zu bleiben, wie USP und Use Case, wäre quasi, wir haben ein neues Produkt bei unserer Firma entwickelt und ich habe 400 Vertriebsmitarbeiter weltweit und ich habe tolle Präsentationen und Videowachen gemacht, aber ich würde ganz gerne denen immer mal wieder alle paar Tage so einen kleinen Snack schicken, wo man denn quasi auf spielerische Weise wichtige Features eines Produktes nochmal beibringt. Also meine Frage geht dahin, wenn ich jetzt so einen Snack erstelle und ich teile ihn, muss ich dann quasi von den Leuten, die diesen Snack nutzen, erwarten, dass sie sich auch registrieren, weil das werden die meisten Leute nicht machen. Nein. Oder kann ich einfach quasi, ist ein Link, ich kann eine E-Mail, ich habe eine Verteilerliste, kann sagen, ey, liebe internationalen Leute hier und ich habe immer was Lustiges vorbereitet, macht mit, klickt da drauf und dann geht eine Webseite auf und dann erscheinen gleich diese drei Fragen, die ich zum Beispiel zum Richtig, Punkt habe. Richtig, so ist es. Das letzte von dir beschriebene Szenario, so ist es. Du teilst deinen Snack, die Leute rufen cool diesen Link auf und sind sofort in diesem Snack drinnen. Also keine Registrierung, wo ich irgendwelche E-Mail, weil das ist quasi so das Killer-Ding, was das macht keiner genau mehr heutzutage. Genau. Okay. Registrierung ist nur dann notwendig, wenn du einen Snack erstellen möchtest. Aber das passive Konsumieren, einen Snack durchspielen, genügt der Link. Wunderbar, danke. Danke. Dazu ganz kurz, darf ich? Nur muss ich dann auch bei Sichtbarkeit auf alle schalten? Nein, nein. Gut. Sichtbar nur für dich heißt, der Link existiert, aber es ist eine versteckte Freigabe, die von Google nicht indiziert wird. Es ist nicht im Web
aktiv auffindbar. Danke. Weshalb habe ich das eben gesagt mit der Nachvollziehbarkeit des effektiven Lernerfolgs? Das hat den Hintergrund, dass ich seit einigen Jahren mich ja sehr intensiv damit beschäftige, wie Schüler im Lernen unterstützt werden können mit Hilfe digitaler Möglichkeiten. Und wenn man in das Thema einsteigt, dann wird man zugemüllt, und ich sage mittlerweile zugemüllt, mit einer App-Meierei. Das heißt, es gibt für alles Apps, und Apple ist da der größte App-Markt überhaupt. Und diese Apps kokettieren immer sehr damit, ey, wir holen das Kind da ab, wo es ist, und wir machen das Ganze sehr spielerisch. Und wenn man sich genauer damit beschäftigt, und so ein bisschen jetzt in der Erstpräsentation, ich fand das super, dass du das gemacht hast, und das ist bestimmt auch ganz gut einsetzbar in bestimmten Bereichen, aber jetzt so nach dem ersten Sehen ist es nämlich genau das gefühlt wieder. Das ist ein sehr, sehr spielerischer Charakter mit der Idee, wir holen die Schüler ab und die Motivation ist da, aber das ist die Motivation über das digitale Daddeln und nicht die Motivation über den thematischen Inhalt. Sprich, ich möchte eigentlich einen Schritt weitergehen oder einen anderen Weg beschreiten und das Digitale eben nicht nur nutzen, um irgendwie einen spielerischen Motivationscharakter da zu haben, sondern wirklich das Lernen aktiv zu unterstützen. Und das sehe ich in der App relativ wenig. Da geht es mir dann eher um beschleunigtere Kommunikationsprozesse, um eine größere Vernetzung, um tatsächlich auch eine größere Kontrolle. Und das muss nicht die Kontrolle durch mich sein, das kann auch die Kontrolle der Schüler durch sich selbst sein. Und das kann sich nicht darin erübrigen, dass der Schüler sieht, alles klar, hier, das leuchtet jetzt rot auf, das ist falsch, dann klicke ich auf das Grüne. Denn ich habe ganz durchschnittliche Schüler, aber ich probiere das mit denen aus. In solchen Quizzes, da geht es nur darum, am Ende das fertig zu haben. Das heißt, die daddeln das durch und sind dann fertig und der Lernerfolg ist sehr, sehr gering. Deshalb nehmen wir immer weiter Abstand von Apps und versuchen, Digitalisierung wirklich runterzubrechen auf bestimmte Basiskompetenzen zunächst einmal. Und deshalb eben mein etwas kritischer, meine kritische Nachfrage, mein kritischer Kommentar. Ist ja auch für mich gut nachvollziehbar, deine Ausführungen. Nur kann man das ein bisschen abfedern aus meiner Sicht, wenn man beispielsweise bei den falschen Antwortoptionen, sollte ein Schüler eine falsche Antwortoption wählen, eine entsprechende Erklärung dort dazu schreiben. Und ich kann ja jede Antwortoption auch kommentieren. Dann könnte sich in etwa ein gewisser, wenn auch rudimentärer Lernerfolg beim Schüler, bei der Schülerin einstellen. Ja, also ich glaube, man wird das nicht komplett auflösen können. Das Dilemma, was Moritz gerade aufgezeigt hat, das können alle diese Apps nicht, weil die halt nach dem behavioristischen Prinzip organisiert sind. Da gibt es eine Info und dann also beantwortet man die und dann kann man die. Aber ich glaube, Lernen ist auch immer zum Teil das. Und das ist halt auch so ein Stück weit die Idee dieser Rubrik, die wir jetzt hier haben. Da geht es darum, solche Tools vorzustellen, damit man seinen Unterricht, gerade jetzt in Zeiten von Corona, vielleicht noch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten kann, dass man weiteren Sinne auch darüber nachdenkt, von solchen Sachen wegzukommen. Und die Zielrichtung kann nur eins heißen, nämlich Projektunterricht, dass man da immer weiter hinkommt, das ist was. Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch in Projekte solche Sachen mit einbauen kann. Also wo man dann sagt, irgendwie, das ist ein Teilbereich dessen irgendwie. Und dafür ist schon wieder ganz gut, solche einfachen Tools zu kennen, wo man einfach drauf zurückgreifen kann. Und das baut man da irgendwo ein, wo man dann sagt, irgendwie, ihr braucht ja auch Infos. Also bei allen Seminaren, die ich zurzeit so gebe in der Uni, irgendwie, ich kann die nicht geben, ohne dass ich den Leuten einen Themenbereich zur Verfügung stelle, an dem die sich abarbeiten können, in irgendeiner Form. Ob das jetzt bei Julia ist, wenn es ums Friday for Future geht, oder bei Martin war es letztes Mal Chinas Social Credit System und so weiter und so fort. Das kann man ja also auf allen Ebenen dann immer wieder sehen und daraus dann quasi ein größeres Projekt machen und dann gerade für Schüler, und da will ich jetzt mal fast sagen, irgendwie in einem sehr frühen Stadium ihres Daseins sozusagen, kann ich mir auch vorstellen, dass sie mit solchen Apps ganz gut arbeiten können. Auch wenn irgendwer vorhin schon mal sagte, dass WhatsApp, ach Sascha war es, erst ab 16 ist, die Realität ist eine andere, das wissen wir auch alle. Auch Sascha, du warst früher im Kino in Filmen, die ab 16 frei waren und du hast die vorher gesehen. Du bist dran, du darfst was sagen. Auch dazu? Nein, war ich nicht, Thomas. ja, auf jeden Fall. Also Moritz, ich bin auch über deine Wandlung überrascht, aber nein, alles gut.
das war ja auch nur, für mich ist das interessant letztendlich, weil ich das so sehe, diese spielerische Herangehensweise und in dieser Corona-Zeit, da brauche ich immer was, was ich reingeben kann. Den Nutzen, wenn ich da so ernst rangehe, wie du das eben gerade beschrieben hast in manchen Dingen, ich glaube, dann verschrecke ich die gleich sofort. Also das ist halt, wir stehen so am Anfang von diesem ganzen Ding. Wir können umgehen mit digitalen Medien und allem, aber letztendlich verstehen, tun sie nicht mal, muss ich in die Betreffzeile die ganze Nachricht reinschreiben oder gibt es den Textkörper noch? Also wir fangen ganz woanders an. Und wenn ich dann so eine App habe oder so eine Browser-basierte App, dann kann ich ja zumindest schon mal gucken, wo wird was eingefügt. Das sind ja auch schon leichte Strukturen, die sich ergeben. Plus, ich muss mir Gedanken darüber machen, wenn ich so einen Snack erstelle, dann muss ich ja auch irgendwo, Thomas hat es glaube ich eben auch gesagt, muss mir Wissen auch ranholen. Und Thomas hat ja auch in seinem Vortrag gesagt, dass man Kleingruppenarbeit machen kann. Also kann ich ja sagen, nehmt euch ein Thema raus, erstellt dazu einen Snack. Das muss ja auch nicht, wer weiß, wie lange dauern. Also ich finde es gerade unheimlich inspirierend und das zu nutzen. Und es muss, glaube ich, nicht immer diesen, also ich fand es ein bisschen zu ernst einfach, Moritz. So, ich glaube, ein paar Sachen kann man einfach vielleicht auch so hinnehmen. Und wenn man so wie du sich da noch viel mehr mit beschäftigt, dann kannst du einen Kurs nehmen, wo man vielleicht dann auch mal diese Sachen einfach ja, vielleicht analysiert und dann was rausbringt. Und dann haben wir wieder das große Problem, wir müssen es transportieren. Wir müssen die Multiplikatoren müssen informiert werden. Es muss eigentlich auch so ein Lehrernetz geben letztendlich. Ich weiß nicht, das gibt es da glaube ich auch schon in der Schweiz oder so irgendwo. Thomas, hast du mir da nicht mal was geschickt, dass die Lehrer sich untereinander auch vernetzt haben? Das brauchen, ich weiß nicht, oder ich habe es nicht mitgekriegt. Das bräuchten wir hier eigentlich auch. Danke. Du meinst Lernen trotz Corona von Beat Rüdi aus der Schweiz, der zusammen auch mit Philipp Wampfler diese Sachen quasi also auch immer wieder bespricht und so weiter und so fort. Das sind relativ informelle Netzwerke, die da existieren. Aber Julia, da wären wir wieder bei deinem Thema. Wie kann man solche Netzwerke auf Dauer stellen? Nicht? Da kommt man quasi über diese Wege hin. Die Leute kennen sich halt auch. Das hat auch viel damit zu tun, wenn Netzwerke funktionieren, dass die Leute sich kennen. Moritz möchte noch mal replizieren. Nur ganz kurz. Ja, die Ernsthaftigkeit ist da drin, Sascha. Da bin ich völlig bei dir, dass wir die Schüler mitnehmen müssen. Aber das müssen wir dann jetzt bitte auch mal bewusst tun. Und das wird passieren. Wir müssen konsequent die Schüler ab der 5. Klasse mit Endgeräten ausstatten und sie darin bilden, damit umzugehen. Das hat dann aber nichts mit dem Umgang mit Apps zu tun, sondern wirklich mit dem System an sich, dass sie da in der Hand haben. Und da reicht es völlig, wenn sie begreifen, dass das eine digitale Mappe ist. Da will ich denen dann auch noch gar nicht Word oder sonst was beibringen, sondern erstmal, dass sie das beschreiben können, meinetwegen auch mit einem Stift, das nur am Rande. Das Zweite ist, die Netzwerke, Sascha, die du ansprichst, die entstehen. Und die entstehen jetzt gerade. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Es entsteht gerade ein Teams-Netzwerk bei uns in der Großgemeinde und einzelne Bielefelder sind da auch schon mit bei, Bielefelder Kollegen, ein Fortbildungsteam übergreifend, schulübergreifend zur Fortbildung in den Office-Produkten, weil die Kollegen da eine Motivation haben und ein Eigeninteresse haben. Da bin ich ganz guter Dinge, dass wir uns da fortbilden werden. Da bin ich echt positiv gestimmt. Sehr gut. Ich bin auch positiv gestimmt. Man muss das halt sehen, wie man das in die Fläche bringt. Ich glaube ja, dass man da schaut. Also nicht, das erfordert einen langen Atem irgendwie. Den können wir uns, wie gesagt, bei Fridays for Future angucken, wie das so geht. Die ganze Zeit denke ich schon drüber nach hier. Auch das, was der Moritz vorhin besprochen hat, was Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern betrifft. Und da drängt sich mir die Frage auf, gibt es denn keine solchen Online-Fortbildungsangebote oder sind die nicht jetzt etwas mehr geworden in den letzten Wochen in eurem Bereich hier? Also es ist so, dass das Ministerium auch eine Abfrage gemacht hat. Das wird Dieter, du wirst das wahrscheinlich auch gelesen haben, dass wir uns da anmelden können und sie das schaffen wollen, dass sie
Fortbildungs-, ja, genau, Dieter, genau, danke für die Reaktion. Es ist, Michael, Sie wollen es machen, aber das ist hier wollen und dann letztendlich passieren, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Okay, ich sag nur, wir hatten noch dieselbe Situation hier und wir haben uns einfach dran gemacht an der Hochschule bei uns oder im Institut und haben ein Programm rausgehauen. Innerhalb von 10 Tagen haben wir uns das erstens selbst organisiert alles und wir sind, wir nennen es heute Phase 1, Phase 2. Phase 1 mit 30 Veranstaltungen online, nur so eine kleine Zahl dazu. Wir hatten da über 4000 Buchungen aus ganz Österreich und auch aus Deutschland zu diesen Online-Seminaren. Die sind richtig durch die Decke gegangen. Darum haben wir dann auch noch ein zweites nachgeschoben. Das war jetzt schon auch mit flacherer Corona-Kurve, waren dann nur mehr 2600 Teilnehmer bei etwa 30 Veranstaltungen. Und sagt der Michael so, das hätte er in 10 Tagen hingekriegt. Aus eigener Perspektive und aus der Innenperspektive weiß ich, dass die Herren schon im Prinzip, ohne es zu wissen, seit 2014 mindestens daran gearbeitet haben, solche Strukturen aufzubauen. Ja, aber dieses Digitalisierung, als das bei euch also sozusagen auch schon um dieses Thema Apps kursiert ist, das gab es zwar bei uns auch, aber ganz anders aufgestellt. Das hatten wir ja schon vielfach diskutiert, irgendwie Medienkompetenzmodell, Marke und so weiter und so fort, wie da also sozusagen über Medien nachgedacht wurde und was mit Medien gemacht wurde. Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche akademische Welten. Okay. Also wir waren ja auch nicht die einzige Hochschule in Österreich, die in der Weise aufgetreten ist. Und heute ist ja schon einmal der Begriff dieser Hybrid-Lehrveranstaltung gefallen. Wir wollen das auch ganz ähnlich im Fortbildungsbereich übernehmen, wenn wir jetzt von irgendeiner Zeit nach Corona sprechen. Diese Formate, wir haben ja auch in der zweiten Phase dann gleich eine Befragung angehängt, wo wir wissen wollten, warum kommen die Leute, was interessiert sie, wo sehen sie die Vorteile. Und das wird das Ergebnis sein davon, dass wir in Zukunft Fortbildungen immer kombinieren mit Online- und Präsenzphasen, sei es jetzt mit oder ohne Corona. Aber wir konnten schnell sein, haben uns auch viele Themen neu erarbeitet in der Zeit. Die Organisation war schon was für die Nachtstunden und der Zuspruch enorm. Und wir haben sehr viele erreicht. Das war das Gute dran. Ja. Kann vielleicht dazu noch eine Vergleichszahl liefern. Also im Institut Fort- und Weiterbildung, was jetzt reine Fortbildungsseminare sind, gibt es pro Studienjahr in etwa 13.000, 14.000 Anmeldungen zu Fortbildungsveranstaltungen. Wir haben es in unserer unserem Online-Programm auf knapp, Michael, 6.500 in 4 Wochen geschafft. Mehr sogar, ja, also knapp die Hälfte, sagen wir mal. Sagen wir mal knapp die Hälfte von dem, was ein ganzes Jahr an Fortbildung passiert. Das sind halt reine Präsenzveranstaltungen. Natürlich waren diese Online-Veranstaltungen zeitlich begrenzt auf maximal 60 Minuten, 90 Minuten. Aber das, muss man dazu sagen, ist bei der Kolleginenschaft und bei der Kollegenschaft sehr, sehr gut angekommen. Dieses nicht auf 4-5 Stunden aufblähen von einer Fortbildungsveranstaltung, sondern einmal ein kleines Häppchen bieten und sozusagen Lust auf mehr machen. Das könnte ja durchaus ein Format sein, das mir zukunftsträchtig erscheint. Aber halt in Kombination. Ja, das erinnert mich an die 70er Jahre, als ich noch klein war. Da gab es freitagsabends immer um 17.50 Uhr Western von gestern. Das kenne ich noch, Western von gestern. Und da war also sozusagen, am Ende gab es immer den Cliffhanger, wie geht's jetzt weiter? Aber Moritz hat sich schon lange gemeldet und der guckt inzwischen schon ganz böse.
Nee, überhaupt nicht. Was die Formate der Fortbildung angeht, bin ich völlig bei euch. Und schulisch bzw. gemeindeweit fahren wir das genauso. Also eine Hybridvariante aus Präsenzfortbildung und Online-Fortbildung, auch genau diese Idee des häppchenweise Anfütterns, um da eine größere Motivation und Leidenschaft entwickeln zu lassen. Da bin ich völlig bei euch. Sehe aber das Riesenproblem, wenn wir über landesweite Fortbildung sprechen, für die Gesamtkollegenschaft im Land, für alle Lehrer, ja, was soll denn überhaupt fortgebildet werden? Die Basis muss ja erstmal sein, eine gewisse Kernkompetenz. Ich sage immer hier, das ist der Doppelklick. Auch das lief bei uns in den Präsenzveranstaltungen, ja, den Kollegen überhaupt erstmal zu erklären, das ist der Doppelklick, das zum einen. Aber wir in Nordrhein-Westfalen, wir als Beamte, verbeamtete Lehrer, wir dürfen offiziell als einziges Kommunikationsmedium Logineo benutzen. Und Logineo ist gerade mal seit einer Woche draußen, mega kompliziert einzurichten und durch uns zu administrieren, was überhaupt nicht möglich ist. Also selbst ich bin da noch überfordert mit und bietet überhaupt nicht die Möglichkeiten, die wir sonst eigentlich brauchen. Sprich, ich darf nicht Zoom benutzen, also jetzt offiziell. Ich darf so WhatsApp sowieso nicht benutzen, Jitsi nicht benutzen, aber auch Microsoft Teams ist immer noch nicht erlaubt. Ist geduldet, aber lange nicht erlaubt und soll auch verboten werden. Sprich, die Fragestellung ist eine ganz andere, wenn wir über Nordrhein-Westfalen sprechen und Lehrerfortbildungen sprechen. Ja, was überhaupt? Und das ist das, was dann wurmt. Darf ich was dazu sagen? Ich auch. Ja. All diese Systeme, die du genannt hast, setzen voraus, so wie Zoom, Microsoft Teams und so weiter, dass auf den eigenen Rechnern was installiert wird. In Österreich gibt es übrigens diese von dir heute schon angesprochene Zusage, dass Microsoft Teams so sicher ist, das kann man auf der Webseite des Bundesministeriums nachlesen, man kann es auch glauben, ob man möchte oder nicht, ja. Aber die wäre zumindest hier. Trotzdem setzen wir nicht auf solche Systeme, weil eben, wie angesprochen, die Einzelnen müssen auf ihren Rechnern was vorinstallieren und so weiter. Dann bei Zoom dasselbe, kommen sie nicht hin, können nicht einschalten. Wir haben mit G Suite, Google Meet sehr gute Erfahrungen, wo alles über den Browser läuft, nichts installiert werden muss, keine Registrierung erforderlich ist, sondern nur einfach hinsetzen, Kamera ein- oder ausschalten, Mikro ein- oder ausschalten und du bist dabei. Und kannst dir noch im Chat die Dokumente holen. Damit können wir diese leidigen Diskussionen, die mehr hinderlich sind als förderlich, ein bisschen umgehen. Ich grätsch ganz kurz zwischen. Teams, also Office kann man auch rein browserbasiert nutzen und das tun wir auch, aber das ist nicht das Pudels Kern. Das Ding ist, da bin ich dann selber auch ein bisschen aggro und auf Krawall gebürstet, weil ich der Meinung bin, die Installation auf privaten Endgeräten darf überhaupt nicht mehr stattfinden, diese Diskussion darf nicht mehr stattfinden, denn wir als Lehrer brauchen Arbeitsgeräte. Das muss unser vornehmlichstes Ziel sein. Wenn von uns verlangt wird, digital zu arbeiten, müssen wir auch die Möglichkeit haben, digital zu arbeiten. Und diese Diskussion, ich bin völlig bei dir. Ich will die auch nicht führen. Und ich bin auch rein rechtlich völlig bei dir. Es gibt gute Gründe zu sagen, das ist überhaupt gar kein Datenschutzproblem. Das Problem ist auch nicht, dass es da an Begründungen fehlt. Das Problem ist, dass wir ein unglaublich träges System haben, datenschutzrechtlicher Natur. Wir basieren in Nordrhein-Westfalen zum Teil noch auf Gesetzen aus den 90ern. Und das ist das Absurde. Verstehe das gut. Ich verstehe das. Ich habe dir das 2 Jahre lang erklärt. Nee. Okay. Jetzt komme ich aber trotzdem noch mal zum Ende, es sei denn, jemand möchte wieder Einspruch erheben. Inzwischen haben wir die 2,5 Stunden geknackt. Ich fand es super heute. Es ist also noch besser, wenn man eine kleine Runde hat. Es ist viel diskursiver. Vielen Dank für die Vorträge, für die Beiträge an Julia, an Philipp, an Thomas und auch an Michael, der sich jetzt ärgert, dass er das Wakeland immer noch nicht vorgestellt hat. Genau, da können wir noch mal richtig applaudieren hier. Alles, was Zoom hergibt.
Ich würde jetzt sagen, wir kommen jetzt zum informellen Teil. Ich danke euch allen fürs Kommen. Das war der zweite Postdigitale Salon 2020.